Happy Birthday to WWPW, nachträglich Happy Birthday to WWPW, nachträglich Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to WWPW, nachträglich. So, hallo, wieder hier bei mir, Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von We Build Potter's World. In der letzten Folge, wie man hier im Hintergrund sehen kann und im letzten Stream natürlich, ist sehr, sehr viel passiert. Was genau, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und zwar, ja, nach dem Intro. Ach so, ja, genau, was wir in dieser Folge machen werden, das zeige ich euch nach dem Intro. So, Leute. In der letzten Folge und im letzten Stream ist sehr viel passiert. Wir haben auf jeden Fall hier die ganzen Wände etwas höher gezogen. Ich weiß gar nicht genau, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben auf jeden Fall auch hier mal den Randboden rausgenommen, ne? Hier damals der Innenhof, also der Innenhof, von den wir in WMPW 20 oder sowas angefangen haben zu bauen, also der allererste Innenhof, der hat hier abgeschlossen, also der war hier, Leute. Genau hier an dieser Stelle war der Innenhof von dieser Breite bis, Moment, 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 nicht bis hier, auch nicht bis hier. Seht ihr diese Höhle da hinten, da wo es so runter geht? Bis dort ging das. Bis dort war der Innenhof. Also von dort, hier so irgendwo da hinten. Und bis da ganz nach hinten. Und Leute, das ist viel zu breit. Das ist viel zu breit. Und deswegen bin ich froh, dass der Innenhof jetzt ein bisschen schmaler ist. Außerdem haben wir, ja, an den Treppen weitergebaut. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Also, ne, hier ist auch alles ein bisschen weiter hochgezogen. Das haben Julia und Laura im letzten Stream jetzt gemacht. Wir haben auch hier die Treppenhäuser mal ein bisschen weitergebaut. Und ich finde, die sind jetzt bisher auch ziemlich gut auf jeden Fall. Ich will mal ganz kurz den Plan erklären, wie es jetzt weitergeht. Weil, wir haben natürlich noch sehr, sehr viel zu tun. Allerdings ist sehr, sehr vieles auf sehr, sehr vieles abgestimmt. Das bedeutet, wir müssen eine Sache zuerst machen, damit wir die andere Sache richtig machen können. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich denke schon. Und zwar müssen wir als allererstes den Innenhof soweit mal fertig bauen. Weil der Innenhof, also wie hoch am Ende das Dach des Innenhofs sein wird, also, ne, wenn wir uns jetzt hier mal ganz kurz den Innenhof so von außen anschauen, da seht ihr ja, hier geht es so nach oben. Ne, hier sind ja dann so die Durchguckfenster und so. Und da kommt dann so diese Spitze des Daches. Ich wollte gerade in die Kamera schauen, aber da ist keine Kamera an. Ja, kennt ihr vielleicht noch vom damaligen Innenhof, wie es halt war. Ne? Da ging ja so diese Schräge und dann war es da so weit oben. Und davon ist abhängig, auf welcher Höhe hier. Also wenn wir hier dieses Gebäude der großen Halle weiterziehen, hier das Ding hier ist, also nur hier werden ja so Linien entlang gezogen an der großen Halle und das ist eben davon abhängig, weil genau auf dieser Höhe ist eine dieser Linien. Unterhalb dieser Linien ist das erste Fenster, also das erste Fenster, was hier so reinkommt und darüber sind ja dann die großen Fenster, die kommen dann in die große Halle, wenn man da nach oben läuft. Genau. Und von diesen Fenstern eben ist dann abhängig, Moment, auf welcher Höhe der Boden der großen Halle sein wird. Genau, wir müssen das Ganze ja natürlich so komplett abpassen und davon ist dann abhängig, wie weit muss das Treppenhaus hier nach oben gebaut werden, ne, dass wir auch mit dem Boden so weit rauskommen. Und davon wiederum ist abhängig, wie hoch hier diese Tür gebaut werden wird. Das bedeutet, wir müssen erst das alles machen, bevor wir hier an dieser Tür weiterbauen können. Genau, bis dahin müssen die Türen hier leider in dieser Größe existent bleiben. Aber gut. Das bedeutet, in dieser Folge würde ich ganz gerne mit euch mit dem Innenhof weiterbauen. Denn das ist auf jeden Fall eine Sache, die, ja, sollte jetzt ein bisschen in Schwung kommen. Und was ist das da hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Erstmal hier wieder blank ziehen. ja. Womit mache ich jetzt am besten weiter? Ich überlege gerade mal.
Ich denke, das Beste wäre, wenn ich jetzt mir mal den hier nehme und dann hier jetzt überall platzieren sage. Genau, und dass ich jetzt dann mal dahergehe und das Ding hier mal hochziehe. Das ist natürlich eine ziemlich eintönige Aufgabe, wenn ich ehrlich bin. Und die wird sich jetzt wahrscheinlich auch über die ganze Folge ziehen. Ey, ach Mann. Ja. Ah, Moment mal, Julia und Laura haben hier doch noch einige Schüssels und Bitsbeutel. Moment mal. Haben die wieder hier unten rein? Ich hoffe. Komm schon. Jawohl, genau. Da sind sie. Die leeren. Und hier ist. Was ist da drin? Eieieiei. Ja, dann nehme ich hier noch das Steinziegelzeug. So, dann habe ich jetzt wieder ziemlich viel Platz in den Bitbeuteln. Wenn aus Bit. Aus Bier Bitbeutel werden. Genau, wenn aus Bier Bitbeutel werden. So, ich mache das jetzt mal hier auf. Was passiert da gerade? Okay, das hat. Server. Ich habe die Folge hier gerade eben schon nochmal neu aufnehmen müssen, weil der Server gebuggt hat. Okay, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt soweit. Ich hoffe es wirklich. Weil, also ich habe zwar noch nichts gebaut natürlich, ich habe gerade die Anmoderation gemacht und dann wollte ich gerade hier so reinlaufen. Und dann hat es auf einmal komplett angefangen zu buggen, dann muss ich es nochmal neu aufnehmen jetzt. Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt soweit funktioniert und dass es jetzt hier keine größeren Probleme gibt. Das wäre nämlich richtig super, super sexy, muss ich sagen. Ja. Genau, hier muss dann natürlich aber auch von der Seite. Nee, Moment mal, von welcher Seite muss es jetzt hier gemacht werden? Ich bin jetzt hier immer so von der Seite gekommen, von außen, von so. Das bedeutet doch, hier muss ich dann jetzt so kommen. Genau, das heißt, ich muss auf die andere Seite und dort dann anfangen. Dass das Ganze hier auch wirklich Sinn macht. Und ja, der Server, der hängt hier gerade komplett. Oh, ich hoffe, dass alles klappt jetzt soweit. So. Genau. So. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich ein Thema, aber ich würde gerne ein bisschen, wow, ein bisschen über WMPW sprechen, weil die Folge, die kommt ja jetzt hier heute am 1.7.2021 raus und wir haben jetzt aktuell hier auch 12:45 Uhr. Also ich nehme die Folge jetzt hier gerade um 12:45 Uhr auf und die kommt auch heute noch, die Folge. Ja, WMPW ist 4 Jahre alt, Leute. 4 Jahre alt. Ich bin jetzt 18, Leute. Seit 4 Jahren mache ich jetzt WEPW. Überlegt euch mal, was ihr vor 4 Jahren gemacht habt. Überlegt euch mal, wie alt ihr vor 4 Jahren wart. Und überlegt euch mal, wo ihr vor 4 Jahren wart. Wisst ihr, so, seit 4 Jahren, das ist so eine lange Zeit. Und so lange mache ich jetzt hier schon WEPW. Und ich kann natürlich jetzt nicht abstreiten, dass ich immer Motivation hatte. Also, ne? Ich möchte hier Kontenance bewahren. Ich hatte nicht immer Motivation, hier dran weiterzumachen, gerade hier mit den ganzen Umbauaufgaben und sowas. Da hängt es natürlich ein bisschen. Ab und zu mal, auch jetzt aktuell noch hängt es da ein bisschen. Aber hey, einfach weitermachen und das klappt dann schon. Und irgendwas stimmt hier nicht. Aber was stimmt hier nicht? Ich bin so ein Vollidiot. Ja, ich weiß, was nicht stimmt. Ach Mann. Ja, ich weiß, was nicht stimmt. Ach Mann. Das ist doch doof. Das ist doch voll doof. Der hier kann eigentlich weg. Und der da hier auch. Weil der hier muss von der Seite hier gesetzt werden. Nope, muss er nicht, aber von der Seite. Hä?
Okay, ich bin gerade ziemlich verwirrt. Irgendwas mache ich hier gerade nicht ganz richtig. Auch wenn es trotzdem irgendwie richtig aussieht. Müssen vielleicht hier einfach nur die Dinger mal weg? Ja, da sind sie ja eh weg. Ich mache die jetzt einfach mal überall weg, wo sie nicht hingehören. Ja. Ganz genau so, Luca. Moment. Ja gut, das da hier, das muss natürlich dann einfach nur kopiert werden, hier schätze ich. Hallo. Ey, der Server, er buggt gerade so sehr, ne? Ey. Hallo. Oh jemine, was ist denn hier los? Hallo. Danke. Dann so. Na, kommst du? Yay. So. Genau, und dann natürlich auch noch das da hier. Ey, das nervt, wenn der Server jetzt hier die ganze Zeit so hängt. Vielleicht mache ich gleich kurz eine kleine Unterbrechung. Dass ich nochmal ganz kurz gucke, hey, was ist da jetzt los? Was kann ich tun? Aber das gerade finde ich nervig. So. Alter. So, zack, und dann hier dran. Vielleicht sollte ich jetzt auch erstmal hier nur so machen. Nur so hier in Massenproduktion das Ganze hier bewerkstelligen. So. Genau, die Ecken lasse ich auch wieder erstmal, so wie immer. So. Aber ja, doch, wenn ich jetzt nichts irgendwie so verändere oder sowas, sondern hier nur am Bauen bin, dann leckt es zumindest nicht. Okay, ja, dann mache ich das jetzt hier erstmal so auf jeden Fall. So. Genau. Wow. Hä? Okay, Moment. Ich mach ganz kurz einen Cut. So, okay. Ich hoffe mal, dass jetzt alles soweit ein bisschen besser funktioniert. Das war jetzt hier eine kleine Unterbrechung von 3 Minuten und 30 Sekunden ungefähr. Lol, auf meiner Stoppuhr steht hier 033030. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt funktioniert und dass es jetzt keine Probleme mehr gibt damit. Ich habe den Server jetzt einmal ganz kurz neu gestartet. Und ja, genau. So, genau, und dann das war's hier an der Seite. Hier mit der Stelle, so. Genau, das Ganze muss natürlich auch noch hier gemacht werden. Ne, das mache ich dann auch noch hier direkt. So. So. So, so. Genau. Jawohl. Genau, dann geht's jetzt hier. Ja, doch, es läuft auf jeden Fall wesentlich flüssiger jetzt schon. Dann geht's jetzt auf jeden Fall mal hier an. Na, eigentlich nicht das da. Moment mal. Ich nehme jetzt mal. Moment kurz. Genau, ich brauche jetzt das, was hier so ist, ne? Also das, was hier so ist, brauche ich dann jetzt hier für die Seite, oder? Ja. Ja, doch. Ja, doch, das sieht ganz danach aus, auf jeden Fall. Genau, hier ist ja sowieso nochmal ein Special-Fall, weil hier ist dann so die Wand noch. Aber das sieht doch zumindest mal nicht falsch aus, würde ich sagen. Okay, und das Ganze muss jetzt hier einfach nur da so dran geklatscht werden, so wie es aussieht.
Dann mache ich das doch einfach mal. Genau, hier die Ecke lasse ich mal wieder aus erstmal. Dann hier so, 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 so. Ja, ich möchte auch einmal ganz kurz, vielleicht einfach mal die Geschichte, also wenn wir jetzt hier schon beim Geburtstag von WWPW sind, möchte ich einmal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie und warum ich WWPW angefangen habe. Weil diese Geschichte, die beginnt im Jahr 2015. Ne, 2015 oder? Ne, 16. Ich überlege gerade.2016 beginnt die Geschichte, genau im Sommer 2016. Da war es nämlich so, ich wollte unbedingt, also ich habe mich so langsam ein bisschen mit Harry Potter angefreundet und sowas. Und dann irgendwann mal wollte ich dann einfach, ich habe sehr, sehr gerne Minecraft gespielt. Und dann habe ich mir halt einfach mal überlegt, hey, ich will einfach mal hier Minecraft im Survival Mo Mode. Nicht Minecraft im Survival Mode. Ich möchte Minecraft in. Ah, Hogwarts in Minecraft bauen. Genau so. Hallo, kann der das? Als ob jetzt. Ey. Unfair. Als ob jetzt. Okay, dann muss ich das jetzt hier überall so drauf machen. Ich wollte Hogwarts in Minecraft bauen. Aber das Ding ist, ich hatte halt gar keine Ahnung, wie Hogwarts aussieht. So, ich wusste nicht, was ich tun soll, wo ich anfangen soll und sowas. Und dann habe ich halt so nach Hogwarts-Build-Tutorials gesucht. Und ja, dann bin ich natürlich auf DougieLP gestoßen, weil der war damals bei der Folge 348, war es, glaube ich. Ich weiß jetzt so spontan auswendig nicht mehr so ganz genau. Aber ich glaube, es war die 348. Ich habe da ja damals auch so ein Special-Video gemacht, so also ein kleines mit Dean zusammen habe ich das aufgenommen. Und da haben wir an den Kerkern unten ein bisschen gearbeitet, passend zum Slytherin-Gemeinschaftsraum von Dean. Moment. Achso, ich habe keine mehr, wahrscheinlich. Und genau, ich dachte damals halt wirklich, dass Daniel zu 100% weiß, was er da tut, zu 100% weiß, wie Hogwarts aussieht und sowas. Und dass er alles wirklich im 1 zu 1 nachbaut, also wirklich 100% 1 zu 1 ohne irgendeine Abweichung von sonst was, sondern wirklich 100% 1 zu 1. Das dachte ich damals. Und ja, ich habe dann natürlich auch später irgendwann dann festgestellt, dass das eben nicht der Fall ist, dass Daniels nur so gut baut, wie er es eben kann, aber jetzt nicht so dieses hundertprozentige, so darauf erpicht ist, das 1:1 wirklich zu machen. Genau, aber das ist ja auch nicht das, was LBH am Ende dann auszeichnet. LBH zeichnet sich durch ganz andere Sachen aus. Ich würde sagen, Hogwarts zu bauen ist auf jeden Fall etwas, das ist LBH, ne, auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass dass Hogwarts Original bauen jetzt so das Merkmal von LBH ist. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Genau. Hallo? Ach so, hinzufügen wahrscheinlich. Ja, genau. So, dann jetzt hier auch noch einmal. Moment. So und so. Ja, genau. Jawohl. Genau, und Leute, so langsam sieht es hier wirklich aus wie ein Gang. Oh mein Gott, es ist so cool irgendwie. Also es gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier mir so vorstelle, dass hier so ein Schüler durchläuft. Ja, der hat hier auf jeden Fall gut Platz. Ich würde sagen, das ist gut. Fast sogar schon zu groß. Aber wir können es nicht kleiner bauen. Es geht einfach nicht, weil ansonsten kommen wir mit anderen Sachen so stark in Konflikt, dass es gar nicht mehr anders geht. Genau. Auf jeden Fall. Wie ging's weiter? Genau. Ich hatte dann auf der PS3 auf.
Oh, wartet mal ganz kurz. Slash difficulty peaceful. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ich verhungere, lol. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich eben, ne, auf der PS3 damals, habe ich dann eben angefangen, Hogwarts nachzubauen. Ich habe wirklich, ich habe Daniel sein Hogwarts genommen. Ja, habe das dann eben quasi 1:1 abgebaut. Ich habe jeden Stein gesetzt, den er setzt, und ich habe alles wirklich ganz genauso gemacht, wie er es gemacht hat, und alles eben auf der PS3 dann nachgebaut. Ich war dann natürlich ziemlich oft enttäuscht, wenn er dann irgendwie mal Sachen wieder abgerissen hat und neu gebaut hat. Hust, großer Turmdach. Ich war so abgefuckt, ne? aber gut, es, ne? Aber ich bin dann auf jeden Fall in die DDR gekommen und sowas. Und was ich dann im, De nee, im September war das, glaube ich, genau, im September 2016 meinen Bruder gefragt hatte, war: Hey Marco, wie kann ich eigentlich Kommentare schreiben? Weil ich wollte bei der GLP Kommentare schreiben können. Ja, dann hat er mir gesagt: Ja, hier, du brauchst einen YouTube-Account, und mit dem kannst du das dann eben alles machen. Und da habe ich ihn gefragt: Ja, hier, wie geht das? Und dann hat er das mit mir zusammen gemacht. Und genau, dann hatte ich halt so einen YouTube-Account. Das ist jetzt hier dieser Account, mit dem ich jetzt hier auch, auf dem ihr jetzt hier gerade schaut. Das ist ganz genau der Account. Der wurde nur erstellt, weil ich Kommentare schreiben wollte. Ja, dann war es so, mein Bruder, der hat mir dann so gesagt: Ja, jetzt, wenn du Lust hättest, könntest du auch Videos hochladen. Und ich habe das halt alles so verstanden: Ich muss jetzt Videos hochladen. Also ich habe jetzt einen Account, einen YouTube-Account, und ich muss jetzt Videos hochladen. So habe ich das Ganze eben verstanden. Und ja, so habe ich dann mir überlegt: Okay, wenn ich schon YouTube mache, so, was kann ich euch denn bieten? Und ja, weil, ne, also ich muss schon sagen, also ich bin zwar nicht mit der Intention reingegangen, definitiv nicht. Also, natürlich ist mir bewusst, dass ich jetzt nicht DaGLP irgendwie nachgemacht habe. Also ich habe DaGLP nicht nachgemacht, aber ich habe ihn auch nicht nachgemacht, so. Vielleicht wisst ihr ja ungefähr, wie ich das jetzt meine. Es war auf jeden Fall nie meine Intention, ihm in irgendeiner Form nachzumachen oder ähnliches. Sondern, aua, sondern es war halt einfach so, weil das Ganze hat auch so ein bisschen einen psychologischen Aspekt, wenn wir jetzt mal uns den systemischen Ansatz in der Psychologie anschauen. Der sagt so viel aus, wie: Wenn man viel Zeit mit Personen verbringt, dann übernimmt man auf Dauer gesehen ähnliche Eigenschaften wie diese Person. Und so war das eben bei mir mit DaGLP, ne? Ich habe sehr, sehr viel seine Videos geschaut. Und dementsprechend hatte ich dann natürlich irgendwann mal durch den systemischen Ansatz hier auch ein paar Anzeichen von Daniel, seiner Persönlichkeit und sowas. Und ja, also beim systemischen Ansatz ist es sogar so, dass es auf Wechselwirkung ist. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich jetzt mit jemandem von euch sehr, sehr viel Zeit verbringen würde, also so persönlichen Kontakt hätte, dann würden wir quasi uns gegenseitig ein bisschen abfärben. Das ist bei Freunden immer so, ne, wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr jetzt schon voll lange irgendwie befreundet seid, so, keine Ahnung, seit dem Grundschulalter oder sowas, oder keine Ahnung, seit einigen Jahren schon, dann werdet ihr feststellen, dass ihr früher in gewisser Weise anders wart, und ihr und diese Person, also euer Freund, eure Freundin eben auch, und ihr euch aber gegenseitig beeinflusst habt, eben durch diesen systemischen Ansatz. Und ja, so, das kann ich nicht abstreiten, war das eben dann auch damals mit Daniel. Genau, weshalb es eben dann, obwohl ich es gar nicht irgendwie wollte oder sowas, aber ungewollt und nur das Ganze, war es dann halt eben so, dass ich gewisse Merkmale von Daniel, seiner Persönlichkeit, dann doch hatte. Aber ich habe WWPW immer versucht, irgendwie unique zu machen, also einzigartig zu machen. Und genau, ich hatte dann auf jeden Fall WWPW angefangen, und ja, ziemlich schnell, also nur das Ganze, das habe ich ja dann auch schon öfter mal erzählt, ziemlich schnell kamen dann auch irgendwelche Leute dazu aus der DA, weil ich war ja in der DA, und die haben sich das Ganze dann immer mal wieder angeschaut und sowas, und dann hatte ich auch irgendwann mal so eine richtige Community aufgebaut. Und was dann passiert ist, ehrlich gesagt, habe ich, ah ja, genau, es war auf jeden Fall so, das WLAN wurde dann ausgeschaltet.
Hat der Freund von meiner Mom gemacht. Und weil ich halt zu viel am PC war, so. Und genau. Und dann war es halt so, dass diese ganzen Leute, die mir eben zugeschaut haben, die waren dann danach zum größten Teil nicht mehr da. Weil es war ungefähr ein halbes Jahr oder sowas, in dem ich keine Videos mehr hochladen konnte. Ungewollt, also ich habe das ja nicht beeinflusst oder sowas. Sondern ich hatte gar keine andere Wahl, als keine Videos hochzuladen, weil ich hatte kein Internet. Ja. Genau, und so ist das Ganze halt auf jeden Fall entstanden mit WPW. Ja, jetzt mache ich das Ganze schon seit 4 Jahren. Und es ist halt wirklich ziemlich krass. Hey Marco, was ist? Ja. Alles gut. Alles gut, das stört mich nicht. Genau, seit 4 Jahren mache ich das Ganze halt auf jeden Fall jetzt schon und ich bin wirklich zufrieden. Also wir haben, ne, also ich versuche immer noch auf jeden Fall, WPW so einzigartig wie möglich zu machen. Und ich hoffe natürlich auch, dass es mir soweit gelingt. Weil ich möchte zum einen keinen Abklatsch von WPW machen und zum anderen möchte ich, was ist denn hier passiert? Moment kurz, dass das hier, das stimmt nicht so ganz. Das muss, glaube ich, hier so sein, ne? Ja. Zum anderen möchte ich auch nicht einfach nur nochmal Hogwarts bauen, weil das gibt es jetzt auch schon ziemlich oft auf YouTube, dass Leute einfach Hogwarts bauen im Creative Mode vor allem. Genau, die Schüssels und Bits Mod, die hat mir jetzt halt wirklich Tore geöffnet, das Ganze einzigartig zu machen, weil ich sag mal ganz kurz, was mein Ziel mit WPW ist. Mein Ziel ist es, ein Hogwarts zu erschaffen, welches so originalgetreu wie möglich ist. Also ich möchte wirklich so original wie möglich hier Hogwarts bauen, wodurch Leute dann hier durchlaufen können, wenn sie Lust haben. Und das halt wirklich alles, so weit es geht, 1:1 ist, soweit es in meinen Möglichkeiten ist. Und natürlich auch in eurem Interesse, weil klar, mit der Little Tiles Mod könnte ich hier die Wände der großen Halle komplett glatt ziehen. Ja, das könnte ich machen. Also ich könnte die Wände hier ganz glatt ziehen, dass die hier so sind. Wisst ihr, hier so. So glatt einfach. Könnte ich das machen. Aber ich weiß nicht, ob das in eurem Interesse liegt. Ich bezweifle das ehrlich gesagt ein bisschen. Falls doch, ich weiß nicht, würde ich es tun? Ich glaube, ich würde es schon tun. Ich würde es wahrscheinlich schon tun. Aber dann müsste ich halt auf den Server verzichten. Aber Leute, ich sag immer wieder, der Server sollte nicht Grundlage dafür sein, dass wir etwas in WWPW nicht machen, weil die Maps, die werden alle 100 Folgen zum Download freigegeben und dann könnt ihr selbst immer hierher durchlaufen. Und wenn das Ganze hier eben, also wenn ich es eben schaffe, irgendwie durch irgendwas, vielleicht durch YouTube, vielleicht ist was anderes, ja, etwas mehr Geld zu verdienen, also auch wirklich gut Geld zu verdienen, dann bin ich auf jeden Fall auch gewillt, einen besseren Server mir zu organisieren, wodurch ich dann eben ja, wesentlich mehr Möglichkeiten habe in Bezug auf die Belastung eben. Nur dann kann ich mir einen super geilen Server holen und dann kann man hier ohne Probleme zu Hundertst irgendwie drauf spielen, ohne dass da irgendein Problem aufkommt. Ja, das ist so das Ding, deswegen. Ne, WPW ist ein Langzeitprojekt, deswegen dürfen wir nicht auf kurze Zeit denken. Wenn wir jetzt für 2, 3 Jahre oder sowas mal nicht auf dem Server nicht mehr spielen können, aber dafür dann die nächsten 20 Jahre einen Server haben und das Ganze hier gleichzeitig noch so aussieht, ich glaube, das ist wesentlich mehr wert, als wenn WPW hier so gebaut ist und dafür haben wir halt die ganze Zeit einen Server. Also ich glaube, dieses bisschen Investition wäre auf jeden Fall wert. Deswegen beurteilt nie etwas, was wir machen oder nicht machen sollen, danach, was die Serverbelastung angeht, sondern bewertet es immer danach, so auf lange Zeit quasi. Also be bewertet es wirklich danach, was gefällt euch und was gefällt euch nicht, weil das ist das Wichtigste. Ja, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben. Also ich kann ja gerne heute Abend. By the way, Leute, an alle, die jetzt hier gerade zuschauen, heute Abend gibt es einen Stream um 18 Uhr. Ich werde streamen um 18 Uhr heute am Donnerstag. Genau.
Und da kann ich euch das Ganze ja gerne mal zeigen, aber schreibt es mir gerne mal so in die Kommentare. Ich werde natürlich auch nochmal im Live-Chat fragen und ne, ich hole mir mehrere Meinungen ein auf jeden Fall. Nicht nur so einmal eine Meinung und das war's dann, sondern ich will mir wirklich mehrere Meinungen einholen, weil das halt wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich ein fundiertes Statement zu etwas hat. Weil das ist mir sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich was zu erzählen. Ich denke nicht. Ja, im Stream werden wir uns wahrscheinlich dann hier drum kümmern, dass das da hier eben weitergebaut wird, ne? Also hier das oben einfach Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste und sowas. Werden uns dann wohl darum kümmern. Und ja, aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, war es hier mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Webuild Potter's World. Das war's von mir, dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.